Wir haben in dieser Videoreihe den größten Deal unseres Lebens eingekauft. Wir nehmen euch mit, wie das Ganze dann weitergeht, wie wir es abarbeiten, wie wir alles einzeln auf eBay listen wollen. Und ansonsten in Teil 3 heute fahren wir nach Berlin, holen die restlichen Paletten. Was bisher geschah? Digga, hast du einen Euro geschenkt? Schon, das war der vorige Rest. Ich bin so ein fetter Lagerarbeiter geworden, Digga. Der Nettobetrag liegt bei 1.402,30 Euro für 30 Paletten. So, Freunde, erster Tankstopp. Ich bin noch ein bisschen Essen am Start. Uhrzeit haben wir es. Kurz vor 6. Man auch. Erledigt. Tore zu. Heute wahrscheinlich das letzte Mal oder ziemlich sicher das letzte Mal nach Berlin. Wir sind Montag dort, Dienstag dort, Mittwoch dort, Donnerstag dort. Zwei LKWs kommen noch. Ich hoffe, wir kriegen es voll. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich bin ein bisschen müde. Ist aber verständlich. Und ja, es ist ein sehr, sehr hohes Risiko, was wir grundsätzlich eingegangen sind. Unser Kapital ist gedroppt. Unser Cash, das wir hatten, ist so gut wie aufgebraucht. Was heißt so gut wie aufgebraucht? Aber ja, wird spannend, Jungs. Let's go. So, Freunde, ich bin hier bei der nächsten Palette, um die zu sortieren. Aber was einen dann freut, einfach so random, Pokémon Saphir Edition mitten drunter. Und es sind auch so geile Games, auch bei der Xbox hier dabei. Meiner Meinung nach sehr, sehr viele geile Games. Jo, hier Tetris oben noch. Sehe ich noch so auf den ersten Blick, was ist das hier? Das ist ein Carrera. Und noch eins. Bionicle, das ist nichts wert. Ja, wie gesagt, das Saphir kriege ich jetzt hier raus. Hier nicht mit anderen sehr oft dabei. Ich habe hier so eine kleine Kiste gemacht. Wenn es mir auffällt, wie gesagt, vieles fällt mir auch nicht auf. Ich finde das Final Fantasy, Freunde. Hier ist halt richtig viel Final Fantasy. Das sind sogar mit der Doppel-CD, oder? Nee, das nicht. Ja, Bestseller hier. PS3, PS1, alles gemischt. Die geht jetzt raus. Ich muss den Hub eigentlich noch umdrehen. Alles hier Gamecube. Bis ganz nach hinten, überall Gamecube. So, Freunde, dann passiert genau das. Jetzt kommt der LKW. Ich habe gerade bei Lieferando bestellt. Und jetzt kommt der Lieferando-Guy auch noch. Jungs, wisst ihr, was ich meine? So ein Ding ist das. So, Jungs, next one. So, der kommt gleich wieder. Also da. Das dauert halt immer mit dem Lift, das ist mühsam. So, jetzt. Und mein Lieferando-Ding ist auch bestellt, Digga. So, Freunde, die riesen Schleifmaschine, die wir bestellt haben, ist auch da. Die hat 70 Kilo, das Ding. Warum haben wir jetzt eine neue Schleifmaschine bestellt, wenn wir die VMIs haben? Ihr kennt ja, die VMIs haben wir insgesamt 3 Stück. Einer als Ersatz, 2 Rennen andauernd. Weil, Arbeitszeit. Das Teil ersetzt unseren kompletten Arbeiter. Wenn jetzt einer arbeitet bei der VMI, wir haben 2 Maschinen beispielsweise am Start, legt er in eine die CD ein, stellt auf eine Minute, legt in die zweite die CD ein, stellt in eine Minute, dann kann er nicht weggehen, weil die andere wieder aufspringt. Man muss den ganzen Arbeiter für den ganzen Tag hier abstellen sozusagen. Das Ding ist jetzt uns ein Mitarbeiter, hier können wir eine 50er Spindel reingeben. Das sieht dann so aus, das Teil wird reingegeben, wird durchgeschliffen, ohne dass wir einen Arbeiter brauchen, beziehungsweise nur kurz zum Befüllen. Dann wird 2 Stunden geschliffen und aus Chicago das Ding, nämlich eine EcoMaster, Freunde. Eine EcoMaster-Maschine haben wir uns jetzt hier gekauft. Sehr, sehr teuer, das Gerät neu kostet sie, ich blende es euch an, ich glaube 15.000 Euro. Die ist refurbished, hat aber auch noch einen 5-stelligen Betrag hier gekostet. Richtig, richtig cool. Hier gab es wieder ein Problem, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Hier verzollt.
will ich euch einfach kurz mitgeben, wir brauchen natürlich eine Iori-Nummer. Wir hatten eine Iori-Nummer, aber am 4.6. wurde in Österreich das Portal umgestellt. Das heißt, die Iori-Nummern sind abgelaufen, wir mussten die neu beantragen. Also die eine Iori-Nummer von uns ist aber eigentlich bei jedem, glaube ich, ausgelaufen. Oder ich weiß nicht, ob es nur bei uns ausgelaufen ist. Haben wir dann, ist beim Zoll festgehangen, ihr seht es, für Zoll steht drauf. Haben die Iori-Nummer übers USP-Unternehmen-Service-Portal mit der Handysignatur beantragen können. Das ging relativ schnell, 2-3 Tage lag die beim Zoll und jetzt packen wir das Ding aus. Ein komplettes Review und so weiter von dieser Maschine seht ihr dann als extra Video, das würde das Video hier sprengen. Aber der Gedanke dahinter ist, ein Mitarbeiter wird komplett ersetzt durch diese Maschine. Richtig geiles Teil, hier ist die Kamera auch schon am Start für das große Video von der Maschine. Jetzt packe ich das Ding aus. Aber hier auch nochmal ungefähr 10.000 Euro investiert in diese Maschine. Wie gesagt, refurbished, neu kostet die 15.000. Ich bin froh, dass wir die gefunden haben. Wir haben eine Jahrgarantie auch noch drauf gekriegt, Servicepaket dazu gekauft. Was das alles kostet, was ein Schliff kostet, wie es funktioniert, wie gesagt, in einem anderen Video. Aber Schleifmaschine, check, Freunde. Und die VMI ist nicht, dass so viele Fragen kommen, die verkaufen wir nicht, sondern die heben wir uns auf, diese VMI-Hybrids, die wir haben. Falls die mal zum Service muss, können wir zur Not dann mit den anderen noch schleifen. So, Freunde, wir haben jetzt fast alle Paletten da, 30 kommen noch, die passen noch genau hier hin. Hier haben wir noch eine kleine Pfütze, hinten ist schon gefixt, aber das rinnt hier nur so nach vorne, also das ist kein Problem. Da ist nichts nass geworden, außerdem sind die Deku verpackt, aber zieht euch mal das jetzt rein, einfach diesen View. Warte, ich gehe noch ein bisschen zurück. Kann man das überhaupt so sehen? Da geht es ja übelst weit nach hinten. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. So. Ja, den Zettel noch kurz weg. Zieht euch das rein. Digga. Digga. Und es ist noch nicht alles da. Es ist noch nicht alles da. Hier stehen noch ein paar so Games rum. Ich komme hier gar nicht mehr durch. Die haben wir einfach im Auto mitgehabt. Eieiei. Hier ist die Pfütze schon weg. Das ist geil. Hier ist gar nichts. Nichts nass oder irgendwas. Das ist schon mal gut. Die Überwachungskamera meldet sich die ganze Zeit, auch klar, aber egal. Hier haben wir noch überall Paletten. Hier sind noch welche. Und hier geht es hier nach vorne. Ist ja übelst krass, Digga. Das wusste ich nicht selbst, dass es so viel wird. Ich habe das Handy jetzt umgedreht. Ich hoffe, es passt so einigermaßen von der Quali. Storage-System, wie wir das Ganze listen, wie wir die ganzen Preise rausfinden von diesen ganzen Paletten. Das alles. Es sieht so mega klein aus auf dem Handy, ist es aber überhaupt nicht, Digga. Hier stehen jetzt schon 150, das sind 150 oder 152 und 30 kommen noch rein, dann sollten wir durch sein. Aber auch wie wir alles machen, alles in diesen Videos, Freunde, liked diesen Kanal, abonniert und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Wir haben ja Datenbanken gekriegt, die spielen wir ein, dann können wir die Preise besser ermitteln oder schneller für die Kollegen. Also ich weiß das meiste, ich weiß auch viele Spieler nicht, aber das meiste weiß ich. Trotzdem wichtig, da was zu machen, um es den Mitarbeitern leichter zu machen, die noch nie in diesem Bereich gearbeitet haben. Das alles noch in diesem Video rein. Es werden noch so viele Videos kommen, aber ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch abonniert den Kanal, liked dieses Video und kommentiert, wie ihr das Ganze so findet. Aber ja, jetzt gehen wir wieder ins Büro und arbeiten weiter. So, meine Lieben, viele haben mich gefragt, wie wir das mit diesem Lagersystem machen. Wir nutzen einfach so ganz, ganz einfache Boxen, die kosten ein paar Euro, haben sich aber eigentlich bewährt. Ich habe jetzt nur mal hier ein paar aufgestellt. In Wirklichkeit werden wir diese Böden auch nochmal einbauen, sodass wir viel mehr in ein Regal kriegen. Das Ganze ist dann relativ einfach. Wir beschriften das Regal zum Beispiel, das ist jetzt eine alte Beschriftung, wir haben neue Regale unten, aber R1, Box 1, Fach 1 oder Regal 1, Fach 1, Box 1. Hier ist dann B1, B2, B3, B4, B5 und so weiter. In jeder Box passen 36 rein, kann man dann easy rausziehen. Die sind dann so alphabetisch aufgestellt, werden dann hier eingeordnet. Ich habe jetzt hier nur ein paar aufgestellt, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Und die Böden kommen noch so runter, dass wir maximale Anzahl an dieser Höhe da reinkriegen. Das ist das einfachste Lagersystem, aber es funktioniert perfekt. Natürlich kann dann immer nachgelistet werden. Das heißt, wenn es hier PS2 oder Xbox drin, es kann auch gemischt drin sein, trotzdem alphabetisch, wenn jetzt ein Xbox mit J nachgelistet wird, dann kommt es in die B2 zum Beispiel und dann gehört es halt einfach da rein, dann findet der, das pickt sehr, sehr viel schneller das Ganze und wir haben das einfach mit solchen Boxen gelöst, hat sich jetzt sehr gut bewährt, hatten wir schon auch mal im Test und 3 Euro pro Box, relativ nice, die Regale müssen dann halt beschriftet werden, da kommt dann auch noch ein Barcode zur Sicherheit dran, um das Ganze automatisch aus dem Lagersystem austragen zu können, wenn er was rausnimmt aus der Box. Also nur für die Sicht
kommt der Text dran und der Barcode drunter. So, Freunde, die Schleifmaschine ist jetzt auch aufgebaut. Die ist heftig von der Technik her, meiner Meinung nach. So, Freunde, so sieht das Ganze innen aus. Mit einem riesengroßen Wassertank. Das Geile ist, es gibt eine Refilteranlage sozusagen. Das heißt, das Wasser, was aus der Schleifmaschine genommen wird, wird durch einen Filter wieder zurück ins Becken geleitet. Das heißt, man braucht nicht immer das Wasser tauschen oder nachfüllen. Hier ist der Schleifpastenbehälter. Mache ich wieder zu. Auf dieser Seite ist die automatische Aufnahme der Spindel. Das heißt, hier können bis zu 50 rein. Der tastet mit diesem Arm dann hier, sieht man denn den hier, tastet er aus, wie viel drinnen sind, ohne dass es dann ein Problem gibt. Er weiß genau, wie viel drin sind, nimmt sich dann mit diesem Greifer hier rechts, sieht man jetzt nicht, die CD raus und schleift das Ganze. Jetzt machen wir das Ding mal an. Schauen wir mal. Ja, ist ganz ausgeschaltet. So, jetzt schaut das ein. Also hier können wir 50 Stück reingeben und die werden dann durchgehend geschliffen, ohne dass man irgendwas wechseln muss oder Mitarbeiter irgendwas machen muss. Also theoretisch würde ich jetzt einfach nur die 50 hier reinlegen, die Spindel, warten, bis es startet. Jetzt tastet er alles so ein bisschen aus. Genau, und jetzt seht ihr hier, 50 Disks sind Maximum. Ich kann jetzt hier drauf gehen beispielsweise und sagen, dann ist er schneller. Er wird es auch selbst erkennen. Ich habe jetzt hier 8 in der Spindel drin, wir nehmen eh meistens 50, dann kannst du auswählen DVD, CD oder Blu-ray. DVD und CD sind gleich, bei Blu-ray gibt es dann noch verschiedene Level. Dann das Programm, Sending, Deep, Medium, Light und Very Light, wir nehmen immer Light. Der Touch ist auch schon alt, also das geht jetzt nur bei DVD, Light. Und dann einfach nur starten, das wär's. Freunde, das wär's und dann geht das. Hier können wir schauen, okay, wie lang ist das Wasser gelaufen, wie lang ist der Filter drinnen und er sagt uns auch immer, wann gewechselt werden muss. Hier kannst du die Spannung, also der Filter ist unter Spannung, das heißt, der filtert dann noch besser raus, kann man hier mal checken, die Spannung. 6 Volt, 1,4 Ampere, das passt perfekt, schreib die OK hin, gehen wir hier auf Back, jetzt sind wir wieder beim Start und du kannst halt so viele Dinge hier checken, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, die Counts zum Beispiel, wie viel wir gemacht haben. Und wie die Pads am Start sind, das zeigt er auch dann hier an, wenn man es tauschen muss. Ist echt, echt geil. Und hier ist einfach der Startbildschirm. Mache ich kurz mal auf, wie das unten drunter unter der Haube ausschaut. Sieht dann so aus, ist ein richtig schweres Gerät. Machen wir wieder zu. Und rein theoretisch bräuchte ich jetzt nur die CDs reinlegen. Wenn ich jetzt wieder auf 50 gehe, Clear, 50, ah Digga, was mache ich, 50, Eingabe. Dann hatte ich die normalen 50, lege ich hier rein, drücke auf Start, gehe weg. Nach 2 Stunden sind die 50 durch. Erledigt. Echt ein geiles Teil, wirklich. Echt ein geiles Teil und riesengroß. 80 Kilo.